Auf den Damensitzungen rund um Frankfurt tobt der ganze Saal, wenn vier bekennende Schwule mit ihrem Hüftschwung dem Publikum einheizen. Dahinter stecken Trainerin Kerstin, Martin, Rudi, Uwe und Patrick. Sie alle sind die Pink Tigers! So ein rosaroter Auftritt ist jede Menge Arbeit. Das ganze Jahr über trainieren die Pink Tigers jeden Montag von 20 bis 22 Uhr. Dazu kommt ein dreitägiges intensives Trainingslager. Kurz vor Rosenmontag wird nochmal an den Feinheiten gefeilt. Die Sprünge müssen sitzen. Ganz schön schweißtreibend. Und so mancher Muskel mag einfach nicht mehr. Doch die Jungs wissen, wofür sie schwitzen. Weil es einfach Spaß macht, die Frauen zum Jubeln zu bringen und das ganze Auftreten bei den Pink Tigers, weil wir sind halt einfach schwul und wir haben Spaß dabei und genießen es einfach, so zu sein, wie wir sind. Und doch lassen sie sich vorm Auftritt alle gerne verwandeln. Ein leckeres Tröpfchen darf dabei auf keinen Fall fehlen. Hier noch ein wenig Glitzer, da wird nochmal ordentlich Puder aufgelegt und natürlich kontrolliert. Aua. Ja, nee, ist ein bisschen rot. Am Back, direkt auf dem Back. Netzbuch geblasen. Gleich daneben werden die falschen Wimpern ordentlich festgeklebt. Doch dabei bleibt nicht jedes Auge trocken. Bei 25 Auftritten im Jahr muss die Schminke gleich für drei Bühnen oder mehr an einem Abend halten. So ein professionelles Styling macht ganz schön hungrig. Also nichts wie ran an die. Schnitzel! Wie Flugzeug ist es, oder? The Gay Airline hier. Coffee, Tea, Chicken or Beef? Dankeschön. Coffee, Tee. Wenig später sind alle picobello geschminkt. Na, dann kann's ja losgehen. Heute Abend rollen die Pink Tigers in Eschborn an. Höchste Zeit, sich in Schale zu werfen. Echte Profis beherrschen natürlich auch das Nippelabkleben wie im Schlaf. Das Kostüm scheuert wohl ein bisschen. Martin, ja. Komm mal her. Was dann? Komm mal her. Ach, ich weiß, ich hab's gesehen. Hast du das irgendwie mit Spucke sauber gemacht oder so? Ah, was war denn da? So, wie war denn das? Also im Gallus gibt es keine gute Kaffeequalität. Ja, was ist denn das hier, oder? Ein bisschen Aufregung liegt in der Luft. Und trotzdem ist allen noch zum Scherzen zumute. Weil das die Namen sind. Und das legt sich auch wieder hoch, brauchst du gar nicht rumzumachen. Also beim Rudi können wir es halt theoretisch abstellen. Genau, der Einzige, der pinke Auge. Was in 3XL ist. 4XL. Dir sage ich noch nur, dass du 28 bist. Ich bin froh, dass du 40 warst jetzt, Alter. Schneide. Dann wird's aber doch noch richtig ernst. Ein letztes Mal dehnen, durchatmen und das Auftrittsritual. Dann stürmen die Pink Tigers endlich die Bühne. Trainerin Anke ist sehr zufrieden mit dem Auftritt. Doch ein letzter Wunsch bleibt. Dass noch welche dazukommen, weil wir doch dran sehr hart arbeiten. Denn mit vier macht es schon riesig Spaß. Und wir suchen immer wieder welche, die vielleicht auch den Spaß, den wir auf die Bühne bringen, sehen. Und dass sie sagen, okay, da will ich mitmachen. Voraussetzung ist, außer der Betreuerin und ich, also außer Kerstin und ich, man muss schwul sein. Wem die Zugabe jetzt so gut gefällt, dass er selbst mitmachen möchte, kann sich direkt an pink.tigers@gmx.de wenden. Interessenten sollten über 18 Jahre alt sein.